heiße Sie willkommen zu einer weiteren Betrugsfolge des Pokémon-Sammelkartenspiel Online. Zunächst, bevor wir uns wieder in das Getümmel stürzen, möchten wir eine kürzlich ergattete Tagesbelohnung öffnen und schauen, was sich... Was uns hier in dieser wundervollen Packung erwartet. Ich hoffe doch was Gutes, denn wir können es nach der letzten Folge sehr gut gebrauchen. Das, was wir hier oben finden, sieht bis jetzt ziemlich scheiße aus. Aber mal so richtig scheiße. Ich hoffe, diese Karte reißt es noch raus. Nein, tut sie nicht. Okay, es ist ja auch nur eine Tagesbelohnung. Ich will nicht zu viel davon erwarten. Stattdessen schauen wir jetzt mal, was wir uns hier holen können. Und wie ich sehe, wird uns der Vorteil zugesprochen. Wir sind der Favorit vom Spiel aus gesehen. Auch wenn man das nach der letzten Folge nicht so behaupten kann. Jedenfalls habe ich den Münzwurf verloren. Sie entscheidet, wer anfängt. Sie fängt an, das heißt, ich habe gleich den Erstangriff, weil sie, wie gesagt, anfängt. Und der anfängt, hat keinen Erstangriff. So, ich habe nur dieses Basis-Pokémon, das ist nicht so gut. Allerdings haben wir ja schon Membrana. Das gefällt mir dann schon besser. So, was auf der Bank tun kann ich nicht. Dafür besitze ich keine weiteren Basis-Pokémon. Aber sie hatte gar keine. Von daher kann ich da jetzt zumindest sagen, okay. Ich kann mir noch eine weitere Karte ziehen gleich. Ist ja die Regel, dann darf man sich für jeden weiteren Versuch, den er braucht, oder in dem Fall, den sie braucht, um Basis-Pokémon zu bekommen, eine neue Karte zu ziehen. Es kam auch durchaus schon mal vor, dass der Gegner so viel Pech hatte, dass es direkt 7-mal hintereinander war und ich konnte mir dann mal eben 7 Karten gratis snacken. Das war dann schon sehr angenehm. Was nicht so angenehm ist, ist, dass sie überhaupt nichts macht. Okay, jetzt. So. Ta. So, eine zusätzliche Karte. Noch eine Pokémon-Center-Dame. Kann hilfreich sein, aber bei der Ausstattung, die wir haben und vor allem, weil wir gegen ein Lugia kämpfen, wäre mir ein weiteres Basis-Pokémon oder eine Energiekarte doch schon lieber gewesen. Aber gut. Wir schauen erstmal, was er jetzt weitermacht. Muskelband, perfekt. Dadurch wird ihr Schaden nochmal erhöht, den sie mir macht. Sie hat eine Elektroschwäche. Natürlich bekomme ich nichts von meinen Elektro-Pokémon. Ja, nach einem Pokémon. Da steht er nicht mit bestimmter Stärke, ne? Nee. Gut, dann könnte ich theoretisch gucken, ob ich die Endentwicklung kriege. So viel dazu, das hat sich dann auch wieder erledigt. Wenn ich Glück habe, kriegen wir die Para. Das gibt's nicht, das war schon in der letzten Folge so. Das Pech zieht sich durch das Let's Play, ich sag's euch. Irgendwann sind wir in einer so späten Folge, wo ich dann schon sage, ich beende das Let's Play erst, wenn ich mal eine Partie gewinne. Und dann passiert es nicht. Ich sehe es schon. So, der kann es hier direkt mal angreifen. Dieser Angriff fügt 20 Schadenspunkte mal der Anzahl der an beide aktiven Pokémon angelegten. Ja. Heißt 20, 40, 60. Heißt, mein Schallquab ist tot. Heißt, ich verliere diese Partie. Es sei denn, sie ist so dumm. Na gut, und sie hat auch noch das Muskelband. Heißt, ich verliere auf jeden Fall, habe keine Basis-Pokémon mehr, bin am Arsch. Ich lehne mich nun zurück und sehe zu, wie sie mich jetzt zerstören wird. Ich sage gar nichts. Sie lässt sich auch noch so viel Zeit, bis sie mich zerstört, obwohl sie safe gehen, ja.
nimm schon deine Dingskarte, so verloren. So, da ich euch aber nicht mit einer, wie lange war es, mit 2 Minuten Folge quälen möchte, gehen wir direkt ins nächste Duell. Ja, und so viel zu, ich bin der Favorit, wie wir es ja gerade gesehen haben. Sie darf wieder den Münzwurf machen. Gewinnt ihn auch wieder. Und entscheidet sich dafür, dass sie anfängt. Heißt, ich habe gleich wieder den Erstangriff. Was aber, wie wir gerade gesehen haben, nicht unbedingt was bedeuten muss. So. Jetzt muss ich mir überlegen. Wen nehmen wir? Otaro, Seemops. Ja, wir hätten nun die Entwicklung für Voltoball. Vielleicht, wenn wir die Attacken sehen. Das gefällt mir nicht so. Ich denke, ich gehe erst einmal auf Magnetilo. Pack dann die ganzen anderen hier auf die Bank. Nachher bekomme ich wahrscheinlich irgendwie Sejong oder so. Und denke mir dann nur so, Alter. Was soll das? So, aber wir haben jetzt endlich mal mehr Basis-Pokémon. Das heißt, ich kann nicht draufgehen, sobald mein erstes Pokémon von einem Lugia zerstört wird. Sehr schön. Beziehungsweise, das Pokémon geht natürlich dann trotzdem drauf, aber ich kann nicht direkt verlieren. So wie gerade. So, was haben wir denn hier? Okay, jetzt muss ich nur ihre Ersatz-Pokémon, Auswechsel-Pokémon, Einwechsel, wie auch immer, auswählen. So, 3 Karten. Sie hat keine Auswechsel-Pokémon. Das macht mir immer ein bisschen Sorgen. Dafür ist meine Bank jetzt mehr als üppig gefüllt. Und wir haben hier ein entspanntes Keldeo. Warum nicht? Pflanzenschwäche habe ich natürlich nicht. Das heißt, ich kann auch meinen Suicune eigentlich nicht einsetzen. Wobei, hä, doch, klar, ist ja ein Wasser-Pokémon. Es hätte nur Ornish Phantom. Ja, wir haben es gesagt. Und es hat noch ein Keldeo auf der Bank. Beides mal IX. So. Was haben wir denn hier? Versuchen wir es überhaupt erst? Oder soll ich lieber sagen, ich gehe direkt auf mein Suicune. Ich gehe direkt auf mein Suicune, das ist schlauer. Mein Magnetilo hat keine Chance. Es kann jetzt sowieso noch nicht angreifen, deshalb selbst wenn ich jetzt eine Energiekarte hier anlege und es mit der Para versuche, die Para nützt mir nichts, weil es jetzt sowieso noch nicht angreifen kann. Es sei denn, der Gegner hat eine Doppelenergiekarte, dann ist es was anderes. Dann ist mein Magnetilo direkt am Arsch. Okay, nein, es hat nur eine normale Energiekarte. Heißt, es kann immer noch nicht angreifen. Beulenhelm hier dran. Dann kriegt es direkt einen auf den Latz. Entwicklung führen wir trotzdem durch. Energiekarte an Suicune. Und fertig. So. Dann schauen wir mal weiter. Was macht er jetzt? Er wird wahrscheinlich jetzt eine dritte Energiekarte anlegen. Und dann eben mein Magnetilo zerstören. Kriegt dadurch aber durch den Beulenhelm auf jeden Fall auch, ich weiß nicht, 20 Damage oder so war das, die man vom Beulenhelm dann bekommt. Ja, 20. Gut. Dann
setze ich gleich meinen Suicune ein. Allerdings weiß ich nicht, ob meiner das überlebt. Bei 50, 70, 90, 110. Nein. Es sei denn, ich kriege jetzt hier irgendwie noch ein... Na gut, ich... Stimmt. Einmal während deines Zuges kann ich ja... Das ist ja die Fähigkeit, starrer Strom von Suicune. Da kann ich den ja auswechseln. Und ihn hier einwechseln. Und der hat ja sowieso noch keine... Er hat aber auch noch hineinstürmen. Das heißt, er kann dann danach auch direkt wieder sein, wenn sie schlau ist, kann sie dann danach direkt wieder das Keldeo reinbringen. Aber Suicune ist das einzige Pokémon, mit dem ich aktuell was ausrichten kann. Heißt übersetzt, ich muss es versuchen. Ich muss es versuchen. Das heißt, ich wechsle jetzt ihr Pokémon hier aus. Aurora Verstärkung. Mach schon mal 70 Damage. So, wenn sie schlau ist, nutzt sie ihre Fähigkeit hineinstürmen. Was bedeutet, dass sie direkt wieder ihr Keldeo, wo sie schon alle Energiekarten dran hat, einsetzen kann. Und jetzt eine Pokémon Center Dame ein. Macht mir das Ganze nicht einfacher. Noch eine zweite Energie. Alter, die ist echt gut. Aber sie hätte mich jetzt echt schon zerstören können, indem sie jetzt ihr hier, Keldeo hier eingesetzt hätte. Durch ihre Fähigkeit hineinstürmen. Ist ja so ähnlich wie meine von Suicune. Ich brauche irgendwie eine heftige Karte. Ich habe doch, ich weiß nicht, wie diese Karte heißt, aber ich habe auch eine in meinem Stapel, die den Schaden reduziert. Das Amulett, da ist dann 20 Damage weniger. Heißt, wenn er dann hier gleich drei Dingens hier dran packt, macht es nur noch 100, ne, nur noch 90 Schaden. Aber ich habe tatsächlich nichts. Heißt, ich sollte mich jetzt vorbereiten. Weil ich definitiv drauf gehen werde. Ist die Frage, wen bringe ich rein? Elektroball. Dritte Energiekarte hier dran packen. Sie, es sei denn, sie hat keine mehr. Natürlich hat sie eine. Das heißt, ich werde jetzt drauf gehen. Leider. Perfekt. Muskelband, damit hat sich das Ganze dann sowieso erledigt. Elektroball. Probieren wir es, Kumpel. So, vier Energiekarten. Natürlich habe ich wieder das Pech und kann mir nicht meine vier Energiekarten snacken, weil das Spiel ist ja auch schön unfair. So, erstmal kann ich nur auf Dauerrollen gehen. Ach komm, ey, das ist doch nicht mehr lustig. Wie viel Pech kann man denn haben? Ja, jetzt mein Elektroballauer-Geschichte. Es hätte nur einmal Para kommen müssen. Dann wären wir jetzt zumindest schon bei 150.
hätte ich dann danach mit, weiß ich nicht, mit Seemobs zumindest einen Pokémon töten können. Irgendwie greift die jetzt nicht an, warum auch immer. Warum sollte ich das machen? Gut, wenn er mich jetzt angreift. Hä? Wieso lässt sie mich in Ruhe? Sollte ich mir irgendwie Sorgen machen? Gut, Seemobs ist eigentlich da am sinnvollsten. Kann ich jetzt zumindest schon mal ihn hier töten? So, IX, da kriegen wir wie viele? Was? Nur ich wollte schon sagen. Ja, nur eine Energiekarte. Dann wäre es ja echt gewesen jetzt. So, Tohaido, damit kann ich mein Carnivana entwickeln. So, jetzt tötet sie meinen Elektroball. Sie wollte, dass ich auch mal eins gewinne, oder wie jetzt? Spielt mit mir, glaube ich. Sonst hätte sie mich niemals ihr Pokémon töten lassen, ihr Keldeo. Da siehst du. Das ist so strange, ne? Ja, das ist schon das Beste, was ich habe. Heido. So, genau, dann mein Suicune wiederbeleben. So. Er kann mich sowieso hart zerstören. Es macht keinen Sinn. Ich gehe jetzt direkt auf mein Suicune. Muss dann damit mein Tohaido opfern. Aber kann dadurch zumindest gewährleisten, zumindest. Ja. Gott. Zumindest meine Chance noch zu bewähren. Durch mein Suicune, das ich jetzt gerade wiederbelebt habe. Wieder nichts. Aber wenn er jetzt gleich kommt, du bist am Zug, ne? Hä? Was? Ich verstehe gar nichts mehr, ohne Mist. Ich verstehe halt ehrlich gar nichts mehr. Jetzt hat sie mein Tohaido getötet. Jetzt bringe ich meinen Suicune. Ach fuck, ich hätte den EP-Teiler auf Tohaido machen müssen. Oh, ich bin so dumm, ne? Ja, egal. So. Jetzt sind wir bei 90 Damage. 80 fehlen noch. Heißt, ich kann gleich, wenn mein Suicune getötet ist, eins hier drauf packen. Ja, natürlich. Sechs Energiekarten. Muss los.
Also, Ikone ist jetzt weg. Ja, hallo? Was mit den Energiekarten? Wofür habe ich denn EP-Talent drangelegt? Erst dachte ich, dass man das an das äußerste Pokémon, man das legt, bekommt dieses Pokémon dann eben auch die Dinge. Habe ich von Tohaido nicht bekommen. Jetzt dachte ich, okay, dann gibt das ab, wenn es stirbt, an ein anderes? Nö. Lächerlich. Halt übelst lächerlich. Alter, was soll der Scheiß? Also, das sehe ich nicht ein. Also, jetzt wird mein Lapras halt auch hart zerstört. Ja, ist super. Oh, ist das unfair, ey. Unverständlich, ohne Mist. Noch eine siebte Energiekarte, perfekt. Komm, bring's hinter dich. Der Kampf war schon wieder so zum Kotzen, ne? Damit bleibt auch der heutige Part unerfolgreich. Ich hoffe, er konnte trotzdem lachen. Ich konnte es nicht. Ja, das war eigentlich alles. Danke fürs Zuschauen.